is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Sein Lohn mit ihm. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Unser Werk hier auf Erden wird bald beendet sein. Und jeder wird entsprechend seiner Arbeit belohnt werden. Mir wurde der Lohn der Heiligen gezeigt, das unvergängliche Erbe. Und ich sah, dass die Menschen, die um der Wahrheit willen das Schlimmste erduldet hatten, nicht meinen, sie hätten es ja so schwer gehabt. Sie werden empfinden, dass es im Vergleich zum Himmel noch billig gewesen sei. An jedem Tag werden die unerfüllten Pflichten registriert. Die Versäumnisse, die Selbstsucht, die Lügen, die Betrügereien, das Übervorteilen. Was für ein Berg an bösen Taten häuft sich da an fürs Endgericht. Wenn Christus kommen wird, bringt er seinen Lohn mit sich, um jedem zu geben, wie seine Werke sind. Was wird dann ans Tageslicht kommen? Wie verwirrt werden einige aussehen, wenn die Tatsachen ihres Lebens auf den Seiten der Geschichte erscheinen. Jeder guten und jeder bösen Tat, wie auch ihrem Einfluss auf andere, geht der Herzensforscher nach. Er, der jedes Geheimnis kennt. Und der Lohn wird sich nach den Beweggründen richten, die zur Tat geführt haben. Die Wiederkunft Christi ist nahe und eilt sehr. Die Zeit, in der man arbeiten kann, ist nur noch kurz. Dabei gehen Männer und Frauen verloren. Wir haben es nötig, dass die bekehrende Macht Gottes uns packt, damit wir die Nöte einer umkommenden Welt begreifen können. Ich möchte euch ans Herz legen, macht euch bereit, dem Herrn zu begegnen. Putzt eure Lampen und lasst das Licht der Wahrheit auf allen Landstraßen und an den Zäunen leuchten. Eine Welt muss gewarnt werden. Das Ende aller Dinge ist nahe. Lasst uns nach einer neuen Bekehrung streben. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Gott muss uns nahe sein, damit unser Herz weich und empfänglich wird und wir nicht mit einer harten, lieblosen Art an die Arbeit gehen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist unsere Herzen völlig in Besitz nehmen möge. Lasst uns wie Kinder Gottes handeln, die zu ihm aufblicken und ihn um Rat fragen und bereit sind, seine Pläne zu verwirklichen, wo immer sie uns gezeigt werden. Gott wird durch so ein Volk verherrlicht werden. Und alle, die unseren Eifer sehen, werden sagen: Amen und nochmals Amen. The Lord is coming. Are you ready?